Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Gerade ein Webergack versucht zu fangen, das geflohen ist. Leider. Heute mit dem Push-Video, mit dem Überpush-Video. Ich habe schon angedeutet, ich habe sogar schon ein paar überpusht. Aber heute die genaue Anleitung, wie ihr das machen werdet oder wie ihr das machen könnt, braucht ihr auf jeden Fall einen Home-Button. Ich habe es mit meinem Huawei versucht, da hat es gar nicht funktioniert. Dann hatte einer von euch die Idee, dass ich mein altes iPhone benutze, wegen dem Home-Button hier. Und genau das habe ich gemacht und es hat funktioniert. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wenn wir alles überpushen. Also ein Despotar habe ich mir auf jeden Fall überlegt. Wahrscheinlich ein Gengar und ein Macho mal. Hier bin ich schon bei Gengar gelandet. Den 100er, den machen wir ganz normal. Also die 100er überpushe ich nicht gerne. Beziehungsweise werde da nie einen 100er überpushen. Wenn dann nur die schlechten, um die schlechte AV auszugleichen sozusagen. So, hier haben wir ein nicht so gutes Gengar. Aber es hat halt einen Legacy Move, Shadow Claw. So, und der ist beim letzten Push. So, wie ihr das machen könnt, ist jetzt, geht auf Power und dann kommt dieses hier, so wie immer. Und dann klickt ihr auf den Home-Button und während ihr auf den Home-Button klickt, drückt ihr auf Ja, bestätigen. Dann müsste es so sein, dass der Druck, der Knopfdruck sich noch registriert, aber die App durch den Home-Button schon im Hintergrund läuft. Und so. Okay. Dann geht ihr auf Flugzeugmodus oder Flugmodus, ich sage immer Flugzeugmodus, macht WLAN aus oder macht halt alles aus. Dann geht ihr wieder rein und der Power-Up kommt durch. Aber dadurch, dass ihr alles abgeschaltet habt, wurde das nicht registriert und ihr könnt dann weiter pushen. So, dann macht ihr alles wieder an. Es läuft wieder und dann wieder genau dasselbe. Power up, Home Button und Ja drücken. Okay. Alles ausschalten. Bisschen warten, warten. Nur um sicher zu gehen. Und dann wieder ins Spiel gehen. Power up kommt durch. So. Das war jetzt einmal überpusht. Einmal geht so. Also theoretisch könnt ihr dir jetzt ganz normal pushen, weil das ist der letzte. Man kann zweimal überpushen, das heißt, das dritte, dreimal, einmal auf normal und zweimal die übergepushten. Aber ich zeige euch jetzt das nochmal mit dem normalen Trick, also hier, also so. Dann seht ihr, dass es nicht mehr geht als zweimal. Also wie gesagt, theoretisch könntet ihr jetzt den letzten Push machen, ganz normal. Aber wir machen nochmal den Trick. So. Okay. Dann alles wieder ausschalten. Und wieder rein. Und der letzte Push kommt durch. Jetzt, wenn ihr das wieder alles anmacht, könnt ihr keinen normalen Push machen. Sprich, es ist egal, ob ihr den letzten Push mit dem Trick macht oder halt einfach normal pusht. Weil jetzt zum Beispiel, so. Schau, Fehler müsste jetzt kommen. Genau. Jetzt geht's nicht weiter, das war's. 2552 für den. Vergleichen wir den gleich mal mit den anderen. Das ist der 98er, der ist einmal nur überpusht. So, das machen wir jetzt noch bei einem anderen, damit ihr das sehen könnt. Am besten Despotar. Ich habe jetzt keinen 100% Gengar, noch nicht. Zum Vergleich, damit wir sehen können, wie viel IV der hat. Aber ich werde den jetzt mal für euch pushen auf Max. Kostet eine Menge Staub und Zeit und Bonbons, aber dann können wir halt so vergleichen, wie viel ein 100% Gengar hat mit den zwei überpushten. Der eine ist zweimal überpusht, aber schlechter wie, und der andere ist 98 und nur einmal überpusht. So, wir sehen uns gleich. Hat eine Weile gedauert, aber ich bin fast fertig. Mit dem 100% Gengar auf Max. Hat eine Menge Staub gekostet. Über 200.000. Der war recht low. Das heißt, demnächst müssen wir wieder farmen, wieder über die 6 Mille kommen. Wird anstrengend, vor allem wenn wir noch zwei Pokémon pushen, ein Machomai und ein Despotar. Aber hier, Max, ihr seht, der Power-Button verschwindet. 2581. Vergleich aus Prag. Der 98er hat einen Push mehr. 2592. Okay. Und das Gengar hat echt niedrige WP, also unter 90 glaube ich sogar. Niedrige IV meine ich. So, jetzt habe ich drei Gengar theoretisch. Muss mal kurz checken, meine Despotars.
Weil ich mache das ja alles für den Simsala Solo Raid. Tyranitar. So. Ich habe. Nach CP erstmal. Die drei haben alle, glaube ich, Steinkante. Ja. Steinkante. Steinkante, okay. Der hier hat Biss. Und der hier müsste auch Biss haben. Also Biss Knirscher meine ich. Das heißt zwei. Das heißt, ich habe drei Gengar. Zwei Despotar. Und ein Pinsir. Das müsste eigentlich reichen. Das ist der nächste, den ich max pushen will, überpushen will. 98er Despotar. Mit Biss Knirscher. Auf geht's. Bevor wir das machen, lass das mal ein bisschen im Hintergrund laufen, weil es noch dauert. Wollte ich über Pushen allgemein reden. Weil manche sagen, wieso ich das mache, wieso habe ich keine Angst, gebannt zu werden. Bug Abuse. Also wenn ihr andere Spiele kennt, dann wisst ihr, dass Bug Abuse eigentlich nicht schlimm ist. Es kommt halt darauf an, was für ein Bug Abuse. Weil manche Bugs, mit denen kann man halt zum Beispiel Geld machen. Was weiß ich, welche Spiele. Und dann kannst du irgendwie was ausnutzen, wo du das Ausgenutzte dann in Geld oder Gold umwandeln kannst. Sagen wir zum Beispiel, es gäbe einen Arena-Bug und du könntest unendlich Gold machen. Das wäre auf jeden Fall ein Grund, dass du gebannt wirst. Aber für sowas wirst du garantiert nicht gebannt. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass die deine Pokémon zurücksetzen und du den Staub und die Bonbons halt verlierst. Dass die halt umsonst waren. Das ist das Schlimmste, was passieren kann beim Überpushen, meiner Meinung nach. Ausgehend von meiner Erfahrung mit den anderen Spielen. Und ich denke da zum Beispiel Gacha oder so ist viel schlimmer. Also die Banngefahr beim Gacha ist bei weitem höher, meiner Meinung nach. Und wenn alle sagen, dass die Banngefahr bei Gacha eh schon fast gleich null ist, dann müsst ihr euch echt keine Sorgen um Überpushen machen. So, pushen wir den erstmal weiter. Also das war meine Meinung dazu. Ihr könnt gerne in die Kommentare eure Meinung zum Überpushen schreiben. Also falls gebannt werden eure einzige Sorge ist, dann davor habe ich keine Angst. Zumindest nicht fürs Überpushen. Bei dem alten Trick, den ich am Anfang gezeigt habe, was heißt am Anfang, schon vor einiger Zeit, da war die Banngefahr halt sehr, sehr hoch, weil du dich mit drei verschiedenen Geräten auf einmal eingeloggt hast. Und das ist halt gegen Niantic-Regeln. Hier benutzt du immer noch dein eigenes Gerät, nur eins. Und theoretisch verstößt du halt gegen gar keine Regeln. Du nutzt halt nur einen Bug aus, einen Fehler im System. Und wie manche so sagen, wenn die nicht wollen, dass die Leute diesen Fehler ausnutzen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel pushe, dann hätten sie diesen Fehler bereits beseitigt. Sprich, die Schuld liegt an Niantic. So. 3, 5, 7, 8, das ist der vorletzte. Und jetzt geht's ans Überpushen. So. Dann wieder aus. Und dass ich damals mit drei Geräten gleichzeitig gepusht habe, das war echt ein Zufall. Ich wusste nicht, dass 3 das Maximale ist. Manche haben dann in den Kommentaren so geschrieben, ja, sie haben mit 10 Geräten und so gemacht, also voll der Schmarrn. Weil man kann ja bis 39 pushen und dann theoretisch auf 40. So, alles wieder angemacht. So. So viel hätte er normalerweise. Aber jetzt können wir ja noch weiter pushen. Wieder alles aus. Dann wieder rein. Das war einmal überpusht. Und jetzt, wie gesagt, könnte man eigentlich den letzten Push normal machen. Aber ich zeige euch das nochmal, dass man nicht drüber pushen kann als zweimal. Und runter. So. Wieder alles aus. Wieder rein ins Spiel. So. Der ist jetzt krass überpusht. Internet wieder an. Und jetzt, theoretisch könnte man immer noch den normalen Push machen. Fehler. Mehr als zweimal geht nicht. 3, 6, 5, 6 ist jetzt mein stärkster. Dann noch den letzten Machomai. Der hat richtig schlecht erwidert. Das war mein allererstes Machomai. Der war direkt so hoch. Ich habe ihn immer in Arena gesetzt. Einer meiner höchsten Pokémon. Damals noch. Und der verdient es einfach, ein bisschen gepusht zu werden. So.
Ihr seht Ivy richtig schlecht, weil der hat nur 2,6 und ist schon. Ich glaube, das war's, oder? Das müsste der Vorletzte sein hier. Ihr seht hier die anderen, die haben bei weitem mehr. So, Power Up. Runter und Push. Und wieder Ding. Alles aufstellen. Ins Spiel zurück. Das war der normale Push, der letzte. Dann wieder alles an. Das heißt, zweimal können wir noch pushen. Einmal mit dem Trick und dann einmal normal müsste reichen. Das zeige ich euch jetzt beim letzten Mal. So. Und runter. Wieder alles aus. Rein ins Spiel. So. Kein Internet. Internet an. Und der letzte Push. So. 2703. Und jetzt seht ihr, bei dem ist es so wie bei meinen anderen überpushten Pokémon. Alles wieder runter. So, das war's. Drei Pokémon überpusht. Kleine Info noch, weil viele gefragt haben. Das bringt's erst, wenn man Level 39 ist. Weil man dann theoretisch auf Level 40 pusht. Keine Ahnung, wieso diese Option im Spiel ist, obwohl man eigentlich nur bis 38 pushen kann. Ist ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall erst ab Level 38 bzw. 39 könnt ihr überpushen. Und noch schaut da dann Prodigy's Nation. Von dem habe ich das eigentlich. Amerikanischer YouTuber. Jetzt hier für alle Deutschen, die ihn nicht schauen. Viel Spaß beim Überpushen. Von mir war es das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.